Exkurs: Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag vom Umgang mit Risiko und Unsicherheit, wie man die richtigen Entscheidungen trifft, von Professor Gerd Gigerenzer, gehalten am 26. April 2016 in der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Wie trifft man gute Entscheidungen? Erinnern Sie die Warnung der Weltgesundheitsorganisation, dass für jede 50 Gramm Wurst, die Sie täglich essen, Sie Ihr Risiko, Darmkrebs zu bekommen, um etwa 20% erhöhen? Essen Sie noch Wurst? Erinnern Sie den Absturz der German Wings Maschine? Fliegen Sie noch? Wie schätzt man Risiken ein? Wie gehen wir mit den Risiken, auch den Chancen unserer Gesundheit oder mit unseren Finanzen um? Ein Fünftel der Amerikaner ist der Meinung, dass sie zu den 1% Bestverdienenden im Lande gehören. Und genauso viel glauben, dass sie bald in dieser Gruppe dabei sein werden. 1 Million Kinder in den USA erhalten jedes Jahr unnötige Computertomographie, sogenannte CT-Scans. Ein CT-Scan kann je nachdem, auf welches Organ es angewendet wird, die Strahlendosis von etwa 100 Mammogrammen haben. Und bei Kindern ist die effektive Strahlendosis höher. Das heißt, die Eltern würden ihre Kinder weniger Strahlendosis aussetzen, wenn sie einen Monat Urlaub in Fukushima machen würden. Viele 20-Jährige fahren Auto und haben ihr Handy an ihr Ohr gekettet, ohne zu realisieren, dass sie damit ihre Reaktionszeit auf die eines 70-Jährigen reduzieren. So gehen wir mit Risiken um? Sind Menschen dumm? Nun, genau das hat der Economist vor einiger Zeit geschrieben. Menschen sind faul, dumm, schwach und gierig. Und viele Verhaltensforscher sind auch dieser Meinung, dass sie alle dazu gehören. Unfähig mit Risiken umzugehen und, so wird behauptet, auch ohne Hoffnung, dass sie es je lernen. Diese Botschaft werden Sie heute von mir nicht hören. Ich werde heute Ihnen an Beispielen zeigen, dass erstens jeder lernen kann, Risiken zu verstehen, zumindest jeder, der den Mut dazu hat, selbst Entscheidungen zu treffen, statt sich von anderen führen zu lassen. Und zweitens mögen Sie sagen, ja, wozu denn die Mühe? Es gibt ja Fachleute, die man bezahlen kann, damit sie für einen entscheiden. Das ist auch nicht so einfach, denn viele Finanzberater, auch viele Ärzte und andere Experten verstehen selbst die Risiken nicht. Oder, wenn sie sie verstehen, wissen nicht, wie man sie transparent erklärt, sodass sie das verstehen. Und schlimmer noch, viele Experten haben Interessenkonflikte. Das heißt, sie haben Interessen, die nicht die ihren sind. Und manche, wie auch viele Ärzte, fürchten sich noch
vor ihnen als möglichen Kläger und raten ihnen zu Dingen, zu denen sie ihren eigenen Angehörigen nie raten würden, nur um sich vor ihnen zu schützen. Nun, sie haben keine Wahl. Sie müssen selbst mitdenken. Und ich lade Sie heute ein zu einer kleinen Reise in die wissenschaftliche Untersuchung von Risiken, wie wir mit Risiken umgehen, wie könnten wir das vernünftiger machen. Und wie gesagt, meine Kernbotschaft ist, dass jeder, der das möchte, lernen kann, vernünftig mit Risiken umzugehen. Was oft fehlt, ist der Mut. Denn nichts ist sicher auf dieser Welt, außer dem Tod und den Steuern. Und es könnte aber schief gehen. Also soll es lieber jemand anders entscheiden. Und wenn was schief geht, bin ich schuld. Das ist nicht meine Philosophie. Und ich versuche Ihnen an vielen Beispielen zu zeigen, wie man nun mit ganz einfachen Regeln etwas entspannter mit den Risiken umgehen kann. So, ich lade Sie ein zu einer kleinen Reise in die Welt der Forschung zu Risiken. Sind Sie bereit? Dann beginnen wir. Wir beginnen mit einem kleinen Risiko. Nämlich das Risiko, nass zu werden. Ein Nachrichtensprecher im amerikanischen Fernsehen hat einmal das Wetter folgendermaßen angesagt. Die Wahrscheinlichkeit, sagte er, dass es am Samstag regnet, ist 50%. Die Wahrscheinlichkeit, dass es am Sonntag regnet, ist ebenfalls 50%. Also schloss er, die Wahrscheinlichkeit, dass es am Wochenende regnet, ist 100%. Da lächeln wir, ja? Aber wissen Sie denn, was es bedeutet, wenn Sie im Internet lesen, dass es morgen mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% regnet? 30% von was? Nun, ich habe mit meinen Postdocs, die aus allen möglichen Ländern kommen, eine Untersuchung gemacht und sie in große Städte geschickt, wo sie Passanten gefragt haben, was bedeutet denn das, eine 30% Regenwahrscheinlichkeit. Ich lebe in Berlin. Ich bin ein Bayer in Exil. Die meisten Berliner sind der Meinung, es bedeutet, dass es in 30% der Zeit regnen wird. Also 7 bis 8 Stunden. Andere denken, es wird in 30% der Gegend regnen, also wahrscheinlich nicht, wo ich wohne. Die meisten Amerikaner, die wir in New York befragt haben, sind der Meinung, dass die Berliner überhaupt keine Ahnung haben. Es bedeutet nämlich etwas Drittes, nämlich, dass es an 30% der Tage regnet, für die diese Vorhersage getroffen wurde. Also wahrscheinlich morgen gar nicht. Nun, sind Menschen verwirrt? Das Problem hier liegt nicht einfach in unseren Köpfen, sondern auch in den Experten, die uns erklären, hier zum Beispiel, was das Risiko von Regen ist. Und die selbst nicht immer gelernt haben, wie man das verständlich ausdrückt. Was die Meteorologen wirklich meinen, ist das, was die meisten New Yorker denken, nämlich 30% Regenwahrscheinlichkeit heißt, dass es morgen, 30% Regenwahrscheinlichkeit heißt, dass es an 30% der Tage, für die diese Vorhersage getroffen wird, ein Minimum regnet. Das könnte man ja sagen. Nein. Der Punkt hier ist, dass die Referenzklasse unklar bleibt. Und wer etwas Vorstellungsvermögen hat, der kann sich ganz andere Dinge vorstellen, außer ja, Tage und Gegend und Zeit. Eine Frau in New York sagte, ich weiß, was 30% Regenwahrscheinlichkeit bedeutet. 3 Meteorologen denken, es regnet und 7 nicht.
hier gibt es eine ganz einfache Regel, nämlich fragen Sie immer Prozent von was. Das Was ist das Wichtige. Und diese einfache Regel, die kann sehr viel Verwirrung beseitigen. Ich gebe noch ein Beispiel dazu. Ein Freund von mir ist Psychiater und er hat viele leicht depressive Patienten, wie viele Akademiker. Er verschreibt ihm ein Antidepressivum und hat ihm immer erklärt, dass es dort unerwünschte Seiteneffekte gibt, gerade im sexuellen Bereich. Verlust von Libido, Impotenz, ähnliche Dinge. Aber wie hat er das erklärt? Er hat ihnen gesagt, ich muss Ihnen sagen, wenn Sie das Medikament nehmen, dann haben Sie eine 30-50% Chance, dass Sie eine dieser Seiteneffekte bekommen. Das hat seine Patienten nicht gefreut. Aber sie haben auch keine Fragen gestellt, was ihn immer verwundert hat. Als er von unserer Forschung in Berlin hörte, hat er eines bemerkt. Ich sage hier ja wieder eine Einzelwahrscheinlichkeit. Sie haben eine 30% Wahrscheinlichkeit von einem Nebeneffekt, genauso wie eine 30% Regenwahrscheinlichkeit morgen. Und ich sage nicht, auf was sich das wirklich bezieht. Und dann hat er seine Kommunikation mit seinem Patienten verändert. Und wie kann man sagt das? Einfach in Häufigkeiten. Und hat ihm gesagt, ich muss Ihnen erklären, wenn Sie das Medikament nehmen, bei 3-5 von je 10 meiner Patienten geht was schief. Das hat seine Patienten auch nicht gerade beruhigt, aber sie waren ja mehr entspannt als vorher, was ihn wieder gewundert hat. Und er hat sie gefragt, wie haben Sie denn das vorher verstanden, als ich sagte, eine 30-50%ige Wahrscheinlichkeit. Und viele seiner Patienten sagten, ja, ich habe verstanden, dass etwas schief geht in 30-50% meiner sexuellen Aktivitäten. Sehen Sie den Unterschied? Der Psychiater dachte als Referenzklasse an seine Patienten. Die Patienten dachten aber nicht an die anderen Patienten, sondern an sich selbst. Und wenn Sie jemand sind, der durchs Leben geht und immer auf der sonnigen Seite des Lebens steht und Sie hören, dass von 10 Patienten, da geht bei 3-5 etwas schief, das rührt Sie ja nicht, das sind ja die anderen. Aber wenn sich die 3-5 auf Ihre eigenen Aktivitäten beziehen, dann gibt es keine Rettung mehr. Also das ist ein zweites Beispiel dafür, wie wichtig es ist, immer nachzufragen, Prozent von was. Und wenn Sie mal durch die Medien gehen und die Zeitung lesen, dann werden Sie viele solche Beispiele sehen. Und die Regel ist, wie gesagt, ganz einfach. Fragen Sie immer Prozent von was. Ja. Gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Also nass zu werden oder einen Regenschirm dabei zu haben oder nicht, ist nicht das größte Problem, das wir haben in unserem Leben. Sind wir risikokompetenter, wenn es um mehr geht? Auf unserer Reise nehme ich Sie jetzt nach Großbritannien. Dort gibt es viele Traditionen. Den Tee, the Scones, the Queen, aber auch die Anti-Baby-Pillen-Panik. Alle paar Jahre werden Frauen verunsichert, dass die Pille zu Thrombose führt. Das heißt, möglicherweise tödlichen Blutpropfen. Die bekannteste dieser Paniken lief so. Die britische Arzneimittelkommission
rief eine sogenannte Emergency Press Conference ein, Alarm, und berichtete den Journalisten über eine Studie, die gezeigt hatte, dass Frauen, die die Pille der dritten Generation nehmen, ein um 100% erhöhtes Risiko einer Thrombose haben. 100%. Noch sicherer kann es wohl nicht sein. Viele britische Frauen haben mit Entsetzen reagiert, haben die Pille sofort abgesetzt, was zu unerwünschten Schwangerschaften und Abtreibungen führte. Wie viel ist 100%? Nun, die Studie hatte gezeigt, also die Studie, über die berichtet worden ist, dass von je 7000 Frauen, die die Pille der vorangegangenen Generation nahm, eine Thrombose hatte, und das stieg auf 2 von je 7000 Frauen, die die Pille der dritten Generation nahmen. Von 1 auf 2 ist 100%. Das ist ein relatives Risiko, genau ein relativer Risikoanstieg. Es ist aber das gleiche wie 1 von 7000. Sehen Sie das? 100% ist das gleiche wie weniger als 1%. Hätte die britische Arzneimittelkommission die Risiken klar in absoluten Zahlen kommuniziert, dann hätten die meisten Frauen gegähnt und so gut wie niemand hätte abgetrieben. Der Unterschied zwischen absoluten und relativen Risiken ist dennoch immer noch nicht jedem bekannt, nicht nur in England. Diese einzige Nachricht hat dazu geführt, dass im Jahr darauf es 13.000 mehr Abtreibungen als normal gab in England und Wales. All die könnten verhindert werden, wenn Menschen risikokompetent wären. Das heißt genau, wenn man fragen würde, nennen Sie mir das absolute, nicht das relative Risiko. Ironischerweise ist die Thrombosegefahr bei einer Abtreibung oder einer Schwangerschaft höher als bei der Pille der dritten Generation. Also hier haben wir ein zweites Prinzip, nämlich fragen Sie immer, was ist der absolute Risikoanstieg, und lassen Sie sich nicht von relativen Risiken einfangen. Relative Risiken sind große Zahlen, die machen uns Angst. Absolute Risiken sind in der Regel kleine Zahlen, aber die helfen uns zu verstehen, was das Risiko wirklich ist. Gehen wir zurück zur Weltgesundheitsorganisation. Wie ich am Anfang sagte, hat sie vor einigen Monaten uns gewarnt davor, dass für jede 50 Gramm verarbeitetes Fleisch wie Wurst das Risiko, Darmkrebs zu bekommen, um 20% steigt. Es waren genau 18%, aber das macht nichts. Was heißt denn das? Nun, das heißt doch wohl, dass von je 100 Personen, die Wurst essen, 20 Darmkrebs bekommen. Was könnte es denn sonst heißen? Also, keine Weißwürste mehr für Sie. Tofu-Würste. Nun, wir haben es wieder mit einem relativen Risikoanstieg zu tun. Was ist der absolute Risikoanstieg? Das kann man aus den relativen Risiken nie erschließen. Aber wir wissen, dass die lebenslange Wahrscheinlichkeit, Darmkrebs zu bekommen, nicht daran zu sterben, die ist viel kleiner, sondern Darmkrebs zu bekommen, etwa bei 5% liegt. Also das heißt, 5% der Bevölkerung kriegen irgendwann mal Darmkrebs. Und das steigt durch die 50 Gramm tägliche Wurst auf 6%. Ein Prozentpunkt macht keine großen Schlagzeilen. Aber wenn man das
als 20% mehr darstellt, von 5 auf 6 sind 20% mehr, dann kann man Angst und Aufmerksamkeit erzeugen. Wenn Sie sich fragen, warum die Weltgesundheitsorganisation irreführend informiert, und das ist nicht das erste Mal, dann ist das eine gute Frage. Und ich glaube, es ist ein ethisches Problem in unserer Gesellschaft, dass selbst im Gesundheitsbereich und nicht nur in der Werbung, wo man mit allen Tricksen arbeitet, wir noch nicht so weit sind, dass ehrlich und verständlich informiert sind. Im Gegenteil, und ich werde Ihnen noch ein Beispiel zeigen, es ist eher so, dass im Gesundheitsbereich eher mit verwirrender Information gearbeitet wird, hier mit angstmachender Information oder auch das Gegenteil, mit hoffnungsmachender Information als mit klarer Information. Wem hat die ganze 100% Pillenpanik genutzt? Nun, nicht den Frauen, die mit einer Abtreibung leben mussten, und viele Frauen kauen ihr Leben lang daran. Auch nicht dem britischen Gesundheitssystem, das bezahlen musste für die Abtreibung. Auch nicht der Pharmaindustrie, deren Aktien runtergingen. Unter den Profiteuren waren die Journalisten, die die Nachricht auf die erste Seite, zum Beispiel der Sunday Times Magazine, brachten. Die Titelseite, da konnte man lesen, Kiss of Death, Is the Pill Doomed? Also Todeskuss. Ist die Pille, ja, doomed, ja, ja, verraten. Ja. Nun, die Medien können oft nicht anders, als ihre Ängste oder Hoffnungen zu erregen, aber sie sollten, ich bin dazu hier, Ihnen zu zeigen, wie Sie diese Tricks durchsehen und sich nicht verängstigen lassen. Auch in Deutschland haben wir diese Pillenpaniken alle paar Jahre. Nun, die relative Risiko, das relative Risiko ist ein beliebtes Mittel, nicht nur Angst zu erzeugen, sondern auch unnötige Hoffnungen oder unrealistische Hoffnungen zu erzeugen. Ein Beispiel dafür ist die Informationspolitik, die man in vielen Ländern, einschließlich Deutschland, für jahrelang hat und oft noch hat, darüber, wie man Frauen informiert, was der Nutzen von Brustkrebsfrüherkennung ist. Nun, Sie haben vielleicht schon gehört, dass Frauen, die Mammographie-Screening machen zur Brustkrebsfrüherkennung, ihr Risiko, am Brustkrebs zu sterben, um 20% verringern. Das klingt doch viel. Heißt, dass von je 100 Frauen, die zum Screening gehen, 20 das Leben gerettet wird. So denken wir. Und nach unseren Untersuchungen ist das die typische Antwort, die deutsche Frauen geben, wenn sie gefragt werden, was bedeutet diese 20%. Was könnte das sonst bedeuten? Nun, was es wirklich bedeutet, kann man in einer sogenannten Faktenbox sehen, wo die Werte nicht in relativen Zahlen, sondern in absoluten Zahlen dastehen. Und wir haben etwa Untersuchungen mit über 500.000 Frauen. Das kann man runterbrechen auf der Gen 1.000 Frauen über 50 nicht zum Mammographie-Screening und 1.000 gehen. Das sind randomisierte Studien, wo die Frauen zufällig zugeordnet werden. Was passiert 10 Jahre später? Nun, an Brustkrebs sind gestorben etwa 5 von je 1.000 in der Nicht-Screening-Gruppe und 4 in der Screening-Gruppe. Das ist 1 in 1.000. Das könnte man
klar sagen, nein. Meistens wird gesagt, Frauen reduzieren Brustkrebssterblichkeit um 20%. Von 5 nach 4 sind auch 20%. Und man rechnet damit, dass Frauen den Unterschied zwischen einem relativen und absoluten Risiko nicht verstehen. Und es ist leider noch oft der Fall. Aber das werden wir ändern. Oft wird oder wurde, wurden diese 20% auch aufgerundet auf 30%. Eine frühere Gesundheitsministerin in Deutschland hat die einmal in einer Pressemitteilung gegen die Berliner Ärztekammer, die darauf pochte, dass man Menschen, wenn man das Screening einführt, ehrlich informiert über Nutzen und Schaden, gesagt, dass sie das nicht so begreifen könnte, was da in der Berliner Ärztekammer nun gefahren ist. Sie möchten den Frauen das wegnehmen, wo es doch Studien zeigen, dass die Brustkrebssterblichkeit bis zu 30% reduziert wird. Ich habe darauf in der Zeit in einem Interview gesagt, dass das Ministerium dabei ist, die Öffentlichkeit in die Irre zu führen. Und inzwischen hat sich die Informationspolitik gebessert. Wir haben zum Beispiel die Deutsche Krebshilfe dazu gebracht, alle irreführenden Statistiken, die hatte auch die 30% und andere, zu streichen. Und das ist ein Zeichen, dass man auch etwas bewegen kann in unserer Gesellschaft. Nur ist in verschiedenen Broschüren sind jetzt überhaupt keine Zahlen mehr drin über Nutzen und Schaden. Nur Zahlen über Dinge, die nicht relevant sind. Wollen wir das mal, ne? Zum Beispiel die Zahl, die Sie in einer Faktenbox sehen, die Sie auf unserer Webseite vom Harding Center für Risikokompetenz lesen können. Die zweite wichtige Zahl, nämlich wird denn die Gesamtsterblichkeit an Krebs reduziert? Darüber werden Sie wahrscheinlich noch nie etwas gehört haben. Warum ist das wichtig? Nun, man kann nicht immer entscheiden, an welcher Krebsart eine Person gestorben ist. Und allgemein ist es oft sehr schwer, die Todesursache zu bestimmen. Insbesondere, wenn eine Person mehrere Krebse hat. Daher ist die Krebssterblichkeit die verlässlichere Statistik als die Brustkrebssterblichkeit. Und die Gesamtkrebssterblichkeit einschließlich Brustkrebs ist genau die gleiche. Und so ist auch die Gesamtsterblichkeit. Das heißt, wir haben heute keinen Nachweis dafür, dass Mammographie-Screening zur Brustkrebsfrüherkennung ein Leben rettet. Das möchte man aber nicht unbedingt den Frauen mitteilen. Und aus diesem Grund entwickeln wir solche sogenannte Faktenboxen, wo der Nutzen und der Schaden verständlich dargestellt wird, sodass sich jede Frau oder auch jeder Mann, wenn es um Prostatakrebsfrüherkennung geht, selbst entscheiden kann und sich ein Urteil machen kann. Jedes Screening hat auch Schaden. Und in dieser Faktenbox sind zweierlei Schäden genannt, für die wir einigermaßen verlässliche Daten haben. Erstens, Frauen, die keinen Brustkrebs haben, erfahren oft falsch positive Ergebnisse. Der Test ist nicht sehr gut und oft Biopsien. Und das trifft ungefähr von je 1000 Frauen 100. Damit müssen sie rechnen. Und die ganze Verängstigung, die dahinter kommt, weil man das gar nicht erwartet und denkt, wenn ein Test positiv ist, dann hätte man ja die Krankheit. Das ist ja nicht der Fall. Von etwa 10 positiven Screening-Tests ist nur einer richtig. 9 sind falsch. Das heißt, selbst noch im positiven Screening-Test ist viel wahrscheinlicher, dass sie nichts haben. Und das muss man verstehen, damit man nicht in unnötige Angst kommt. Und der zweite Schaden trifft Frauen, die Brustkrebs haben, aber eine nicht progressive oder ganz langsam wachsende Form, die sie nie während ihres Lebens bemerken würden. Die Mammographie, wenn es entdeckt, gibt es großen Alarm. Und sie haben eine
vollständige oder teilweise Entfernung der Brust oder andere Therapien und glauben, dass es ihr Leben gerettet hat. In Wirklichkeit hätten sie eine höhere Lebensqualität gehabt, wenn sie das nicht gemacht hätten. Mit diesen Faktenboxen kann man jedem helfen, den Nutzen zu verstehen, der, wie gesagt, die wissenschaftliche Forschung gezeigt hat, und den Schaden. Und dann kann sich jeder selbst entscheiden, der den Mut hat, sich zu entscheiden. Und man muss verstehen, dass viele Experten große Interessenkonflikte haben. Ein Krankenhaus verdient an Behandlungen und verliert Geld. Ein Arzt ist heute auch in Deutschland in der Situation, dass er oder sie, wenn er ein guter Arzt ist, in der Regel weniger Geld verdienen wird. Und das kann man den Ärzten nicht vorwerfen, sondern wir haben ein medizinisches System, wo beispielsweise ein Arzt, damit er eine klinische Anamnese macht, also zum Beispiel mit Ihnen spricht, irgendeinen Betrag zwischen 8 und 20 Euro bekommt. Mit Tests wesentlich mehr. Das ist einer der Gründe, warum die Ärzte wenig Zeit haben für sie. Und das muss man auch Patient verstehen, um dann auch etwas zu tun, damit wir zu einer anderen Gesellschaft kommen. Eine Gesellschaft, wo die Patienten nicht einfach mitmachen oder in Angst getrieben werden, sondern wo man auch den Mut hat, sagen, jetzt gehe ich mal zu meinem Politiker um die Ecke und setze mich dafür ein, dass Dinge passieren und sich auch wechseln. Und ich habe Ihnen gerade ein Beispiel gemacht. Wir versuchen das und es ändert sich einiges in unserem Land. Nun, solche Faktenboxen finden Sie auf unserer Website. Sie finden das auch auf der Website der AOK. Das ist die erste Krankenversicherer, der sich getraut hat, Faktenboxen zu publizieren. Die Krankenkassen haben natürlich auch Angst, Informationen transparent zu vermitteln, weil manche Krankenkassen selbst für solche Dinge bezahlen, die keinen Nutzen haben und man sich damit Schwierigkeiten schafft. Und wir sind dabei im Moment, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz. Und wir finden immer mehr medizinische Gesellschaften, die bereit sind, solche Faktenboxen zu publizieren, über Knieoperationen, über alle möglichen Dinge, um wirklich Transparenz in das Gesundheitswesen zu bringen. Denn eine der größten Probleme im Gesundheitsbereich ist nicht Geld. Da fließt schon genügend Geld aus und viel wird verschwendet für Dinge, die Ihnen wenig helfen, aber die, an denen andere Kliniken, Ärzte, Pharmaindustrie und so viel Geld verdienen. Und wenn Sie kritischer werden und auf Evidenz beharren, und das geht insbesondere gut, wenn man noch nicht krank ist, wie bei Definition, bei Früherkennung, dann werden wir eine Gesellschaft schaffen, wo wir bessere Versorgung haben für weniger Geld und jeder mitdenkt. Ich habe gerade gestern einen Gast gehabt bei mir im Institut. Das ist jemand, der einige Firmen gegründet hat und im Internet versucht, Gesundheitsinformationen transparent darzustellen. Und er hat mir erzählt, dass er ist 52, er ging zu seinem Urologen und der Urologe hat ihm empfohlen, PSA-Test für Prostatakrebsfrüherkennung zu machen. Er hatte mein Buch Risiko dabei, hat es schon erwartet, was da kommt, und hat eine Faktenbox mit über PSA-Tests ihm gezeigt, hat sie ihm hingelegt und hat gesagt, Herr Doktor, erklären Sie mir das mal. Was ist denn da der Nutzen, was der Schaden? Dann sagt er mir, hat sein Arzt zu ihm gesagt, ja, Sie müssen verstehen,
ich muss auch Geld verdienen. Ja? Also machen Sie es mal lieber nicht. Ein ehrlicher Arzt. Also nur für die Männer unter Ihnen. Wir haben keinen Nachweis, dass Prostatakrebs Früherkennung Leben rettet, aber vielen Männern schadet. Also, wenn jeder von Ihnen PSA-Tests machen würde, der Test ist nicht besonders gut, macht viele falsche Diagnosen. Und außerdem ist es so, dass wenn Sie als Mann Glück haben, alt zu werden, dann müssen Sie damit rechnen, dass Sie irgendeine Form von Prostatakrebs bekommen. Man schätzt, dass 80% der 80-Jährigen eine Form von Prostatakrebs haben. Das ist ganz normal, aber nur 3% sterben davon. Sehen Sie den Unterschied? Wenn Sie jetzt alle gehen und es wird von allen entdeckt, dann haben wir ein Heer von Männern, die schwere Operationen haben, die Windeln tragen, weil sie inkontinent sind, impotent sowieso. Also, Sie müssen selbst mitdenken und auch verstehen, wie das Gesundheitssystem ist. Und unser Gesundheitssystem geht in die Richtung von dem amerikanischen Gesundheitssystem. Es wird ein System von Business Plans. Und Sie können das verhindern. Fragen Sie Ihren Arzt nach Evidenz. Ja. Und Faktenboxen sollten in jedem Sprechzimmer jedes Arztes auslegen. Und nicht nur die Freundin und Automotorsport. So, gehen wir unsere Reise durch die Welt der Risiken zu einer nächsten Station. Ich möchte jetzt die Frage stellen, warum fürchten wir, was uns wahrscheinlich nicht umbringt? Nun, Menschen fürchten alle möglichen Dinge. Ich bin mit einer Amerikanerin verheiratet. Und als wir in Chicago lebten und ich zu Weihnachten einen richtigen Tannenbaum aufstellte mit richtigen Wachskerzen und die auch noch anzündete, Sie hätten die Gesichter meiner amerikanischen Freunde sehen sollen. Blankes Entsetzen, fahle Gesichter. Man sah den Baum schon in Flammen und das ganze Haus dazu. Ich wurde als völlig verantwortungslos eingestuft. Als mir ein Freund, den ich besuchte, bei ihm zu Hause seinen elektrisch beleuchteten, sicheren Weihnachtsbaum aus Plastik zeigte und mir eine Lektion über diese wahnsinnigen Deutschen gab, da zeigte er mir auch das Geschenk für seinen 16-jährigen Sohn unter dem Weihnachtsbaum. Eine nagelneue Winchester Rifle. Das ist okay. Hier sehen Sie so die Unterschiede zwischen dem Länder. Ne? Und die Frage, warum sich manche Menschen über das fürchten, wo sie die anderen überhaupt nicht fürchten, muss man sich selbst stellen. Auch wir sollen unseren Spiegel vor die Augen halten. Was fürchten wir Deutschen mehr als andere? Genetisch modifizierten Mais. Wir fürchten Atomkraft. Die Franzosen haben nicht so ein Problem damit. Viele andere auch nicht. Und warum fürchten wir diese Dinge? Zum Teil ist es soziales Lernen. Man fürchtet sich nicht vor den Dingen, wo man sich den Finger verbrannt hat, sondern vor den Dingen, vor denen sich die anderen fürchten. Die eigene Familie. Und das ist ja ein vernünftiger Mechanismus, denn sie wollen ja nicht sich selbst den Finger an der Herdplatte immer wieder verbrennen, sondern man lernt sozial. Das ist unser großer Vorteil als Menschen. Führt aber dazu, dass wir uns vor Dingen fürchten, wo es keinen Grund gibt. Wir Deutschen fürchten uns zum Beispiel vor der Zahl 13. Lufthansa hat keine Reihe 13. Das ist eigentlich eine Schande. Wir denken, wir leben im 21. Jahrhundert. Aber sie haben das Ohr an ihren Kunden und wir fürchten uns. Denn die Reihe 13 wird die erste sein, die abstürzt. Die Italiener fürchten sich
vor 17. Und Lufthansa geht auf Nummer sicher und hat auch keine Reihe 17. Schauen Sie mal nach. Die Chinesen fürchten sich vor der Zahl 4. Der Grund ist wahrscheinlich, weil die Zahl 4 so ähnlich klingt wie das Wort für Tod im Chinesischen. Aber also wenn Sie mal in Hongkong sind, dann schauen Sie mal, ob es in einem Hotel einen vierten Stock gibt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gibt es auch keinen 14. und keinen 24. und keinen 34. Und die ganzen 40er fehlen auch. Das ist der Grund, warum die Aufzüge in Hongkong die schnellsten sind, die im 50. Stockwerk sind. Ich gehe jetzt noch auf einen anderen Grund ein, warum wir uns vor den Dingen fürchten, die uns wahrscheinlich nicht umbringen. Das ist was anderes als soziales Lernen. Es ist eine bestimmte Form von Angst, die ich als Schockrisiken bezeichne. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie erinnern sich sicher noch an die Bilder vom 11. September 2001, wo zwei Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers rasen. Es scheint, als ob alles gesagt sei über diesen schrecklichen Anschlag. Aber was haben die Amerikaner gemacht nach dem 11. September? Wir wissen, dass viele nicht mehr geflogen sind. Sind diese Menschen zu Hause geblieben oder sind sie ins Auto gestiegen? Ich habe mir die Verkehrsstatistiken angesehen und es hat sich gezeigt, dass für 12 Monate nach dem 11. September die gefahrenen Meilen um bis 5% gestiegen sind. Und am meisten dort, wo man lange Strecken fährt, auf den sogenannten Interstate Highways. Dann ging es wieder zurück zum Normalen. In dieser Zeit sind etwa 1600 Amerikaner ums Leben gekommen bei dem Versuch, das Risiko des Fliegens zu vermeiden. Also 1600 mehr als normal. Wenn Sie sich das ansehen, dann sehen Sie auf diesem Bild hier die Anzahl der tödlichen Unfälle und die Zeit auf der X-Achse. Die Anzahl der tödlichen Unfälle ist normiert in Bezug auf den Monat, also 0, einfach deswegen, weil die Anzahl der tödlichen Unfälle zwischen den Monaten an sich stark sich ändert. Wissen Sie, in welchem Monat am wenigsten Menschen durchs Autofahren ums Leben kommen? Denken Sie mal nach. Februar natürlich, hat nur 28 Tage. Vor dem 11. September 2001 sind die monatlichen Raten an tödlichen Autounfällen um die 0,0 entsprach damals etwa 3500 Menschen, die monatlich ums Leben kamen, so herumgeschwankt. Nach dem 11. September sind für 12 Monate die Todeszahlen immer über dem Mittelwert der letzten 5 Jahre und meistens außerhalb des gesamten Bereiches, des Streuungsbereiches der letzten 5 Jahre gegangen. Und dann sind sie wieder zurück auf normal. Das war, als die Bilder nicht mehr so häufig gezeigt worden sind. Denn wir fürchten uns ja vor den Dingen, die uns die Medien zeigen. Und wenn die Medien ein neues Thema haben, dann fürchten wir uns nicht mehr so sehr. Aber sorgen uns um das Nächste. Wie gesagt, in dieser Zeit sind geschätzt etwa 1600 Menschen auf der Straße ums Leben gekommen. Jeder
mehr, richtig, ja? Jeder dieser 1600 Menschen könnte noch am Leben sein. Denn es hat in den folgenden Jahren keinen einzigen Toten in der kommerziellen Luftfahrt in den USA gegeben. Terroristen schlagen zweimal zu. Zum ersten Mal mit physischer Gewalt. Also das sind die Bilder, die wir vor den Augen haben. Ja, durch die Flugzeuge in die Towers. Aber sie haben einen Zweitschlag. Und sie benutzen dazu unsere Gehirne, unsere Ängste. Was ist dieses Prinzip, diese Angst, die Terroristen benutzen? Ich nenne das die Angst vor Schockrisiken. Ein Schockrisiko ist eine Situation, wo viele Menschen gemeinsam in einem kurzen Zeitraum sterben. Wie bei 9/11, also dem 11. September, wie bei Flugzeugabstürzen. Und da ist es leicht, in uns Angst auszulösen oder einen terroristischen Anschlag. Wenn jedoch genauso viele Menschen oder mehr verteilt übers Jahr sterben, wie bei Autofahren, Motorradfahren, Zigarettenrauchen, dann ist es sehr schwer, in uns Angst auszulösen. Sehen Sie den Unterschied? Es geht nicht um Sterben, sondern interessanterweise um das soziale Sterben, zusammenzusterben. Und dieser Mechanismus mag einmal in der Menschheitsgeschichte als rationaler gewesen sein, wo Menschen in kleinen Gruppen lebten, zweistellig wahrscheinlich, und das plötzliche Sterben eines Teils der Gruppe das Überleben des Rests gefährdete. Aber wir sind heute nicht mehr abhängig von diesen kleinen Gruppen. Dennoch lässt sich diese Angst immer wieder auslösen. Und wenn Sie nur mal denken an all diese wirklichen Katastrophen und auch vorgestellten Katastrophen, die wir erlebt haben. Erinnern Sie sich noch an Rinderwahnsinn? BSE? Wie haben wir gezögert, in ein saftiges Steak zu beißen? Oder SARS? Oder Vogelgrippe? Schweinegrippe? Ebola? Immer zittern wir und haben Angst. Und in den meisten Fällen, zum Beispiel bei Rinderwahnsinn, gab es Ankündigungen, dass hier Hunderttausende Tote sein könnten. Genau bei Schweinegrippe, da wurde geschätzt, das hat die Weltgesundheitsorganisation geschätzt, dass bis zu 2 Milliarden Menschen infiziert werden können. Nun wissen Sie, wie viele Menschen an den Folgen von Rinderwahnsinn in 10 Jahren in ganz Europa gestorben sind, also an der Variante Creutzfeldt-Jakob? Was meinen Sie? Etwa 150. Das war der ganze Aufwand. In unseren Krankenhäusern sterben jedes Jahr 15.000 bis 20.000 an vermeidbaren und dokumentierten Fehlern. Wer kümmert sich darum? Kein Aufschrei? Diese armen Menschen sterben verteilt übers Jahr. Wenn die an einem Tag sterben würden, war die Hölle los. Okay, zurück. 150 Menschen, schätzt man, sind gestorben in ganz Europa in 10 Jahren an den Folgen von Rinderwahnsinn. Und wir wissen heute noch nicht, ob die ganzen Verbrennungsaktionen in dieser Art, wie es durchgeführt wird, überhaupt Sinn machen. Oder ob sich Politiker vielleicht selbst geschützt hatten. Wissen Sie, an welcher anderen Todesursache im gleichen Zeitraum ganz Europa etwa 150 Menschen gestorben sind? Am Trinken von parfümiertem Lampenöl. Wer trinkt das? Kinder. Die Eltern haben die gewisse Beleuchtung schätzen und dieses parfümierte Lampenöl, das sieht aus wie Limonade, riecht so und schon ist das Kind nicht mehr ihr Kind. Ich bin im Beirat des Bundesinstituts für Risikobewertung
Und das Institut hat über Jahre hin versucht durchzusetzen, dass ein Etikett, ein Warnetikett auf diese Flaschen mit Lampenöl kommt. Das war verdammt schwierig. Die Verbrennung der Rinder und die ganze Aufmerksamkeit war verdammt leicht. Und hier haben Sie einen möglichen Grund. Die Rinderwahnsinn wurde dargestellt als eine Katastrophe, wo plötzlich Massen sterben könnten. Die Kinder sind verteilt übers Jahr gestorben. Wären alle 150 Kinder an einem Tag gestorben, wäre die Hölle los gewesen. Verstehen Sie den Mechanismus, der in Ihrem Gehirn arbeitet und die natürlich auch ausgenutzt wird, von der Presse etwa, um uns Angst zu machen. Im Moment haben wir eine wirkliche Bedrohung von IS, aber die Bedrohung wird maßlos überzeichnet. Es gibt in Europa Länder, die leider eine lange Tradition haben von terroristischen Anschlägen. Dazu gehört Frankreich, England, Spanien. Wir in Deutschland sind mit Ausnahme jüngst NSU oder früher RAF davon verschont geblieben. Dennoch macht man uns sehr viel Angst. In Deutschland, wenn Sie um Ihr Leben fürchten, dann ist es wahrscheinlicher, dass Sie vom Blitz erschlagen werden als von einem Terroristen. Selbst in den USA ist es wahrscheinlicher, in den meisten Jahren, es gibt Ausnahmen wie 2001, dass jemand von einem Kleinkind erschossen wird als von einem Terroristen. Ein Kleinkind, das gerade mit den Waffen seiner Eltern spielt und Opa versenkt. Ja. Aber schauen Sie mal hin, wenn Sie die Wahlpropaganda, die im Moment läuft, anschauen, gerade bei den Republikanern, dann geht es Terrorismus, 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 Terrorismus. Waffengesetze, wo man Menschen retten könnte, davon möchte man nicht reden. Und wiederum wird unsere Angst gesteuert. Und in diesem Fall steht etwas auf dem Spiel, nämlich unsere Freiheit. In einem demokratischen Staat, die wir uns, wir oder sagen wir besser unsere Eltern und Großeltern, sich teuer erkauft hatten. Und jetzt wir bereit sind, vor lauter Angst, dann diese weitgehend preiszugeben, uns überwachen zu lassen, uns vermessen zu machen und die Freiheiten einer Demokratie aufzugeben. Der IS ist nicht interessiert an den unglücklichen Menschen, die er umbringt. Der IS ist an uns interessiert, uns zu destabilisieren, uns zu verängstigen, sodass unsere Gesellschaft zusammenbricht. Aus diesem Grund, wenn Sie Angst haben vor einem Anschlag, dann regt sich vielleicht auch Ihnen eine Stimme des Protests und sagt, das ist genau, was der IS möchte. Und selbst wenn ich Angst habe, dann zeige ich es nicht. Oder ich versuche, nun doch mal nachzudenken, was ist denn das Wahrscheinliche, was mich umbringt? Und dass es hier auch Werte gibt, die man verteidigen soll. So, lassen Sie mich zum Schluss kommen. Ich habe heute darüber gesprochen, über Risikokompetenz. Das heißt, über den Umgang mit Risiken und Chancen. Ich habe darüber gesprochen, dass viele Menschen es nie gelernt haben, mit Risiken umzugehen und eher mit Angst reagieren und sich damit auch steuern lassen. Ich habe Ihnen an ein paar Beispielen gezeigt, dass man ein paar ganz einfache Fragen stellen kann, so damit man versteht, was die Risiken wirklich sind. Also zum Beispiel, sich nicht durch relative Risiken
in Angst versetzen lassen, sondern auf Absoluten zu verstehen, zu bestehen. Und ich möchte damit schließen, mit einer kleinen Zusammenfassung. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo viele Experten, Laien und auch Politiker die Risiken nicht richtig einschätzen können. Und wenn Sie Zweifel haben, dann fragen Sie mal Ihre Experten. Also wir arbeiten mit Ärzten und versuchen den Ärzten zu helfen, Risiken zu verstehen, etwas, was die Universitäten machen sollten, aber immer noch kaum machen. Es ändert sich im Moment zum Besseren. Und viele dieser Experten und auch Politiker können nicht nur die Risiken richtig einschätzen, sondern es gibt Interessenkonflikte, so dass man auch die Risiken nicht so einschätzen möchte. Zweitens, Bürger werden häufig irreführend informiert statt verständlich. Und solange die Bürger sich nicht ein bisschen Zeit nehmen und das Einmaleins der Skepsis lernen, also so einfache Unterscheidungen, über die ich gesprochen habe, oder zu verstehen, wie kann man in mir einfach Angst auslösen? Und warum fürchte ich mich nun vor diesen Dingen? Und selbst wenn ich mich vor einer 13 fürchte, dann sage ich mir, wie ich mir den Rest meines Lebens auch so weitermachen? Oder habe ich nicht ein bisschen Mut irgendwo, um mich selber zu verändern? Und Risikokommunikation ist einfach zu lernen. Ich habe nur ein paar Beispiele gegeben. Sie brauchen dafür keinen Statistikkurs, Sie brauchen auch kein Psychologietraining dazu, sondern es geht um einfache Prinzipien. Und jeder, der sein Leben selbst in die Hand nehmen möchte, kann das. Der durchschnittliche Deutsche verschwendet jeden Tag etwa 3 Stunden vor dem Fernsehapparat. Meistens. Manchmal gibt es auch was Vernünftiges. Sie könnten die Zeit nutzen. Und am Ende, wenn wir eine nachhaltige Änderung haben möchten, dann müssen wir in der Schule beginnen. Wir müssen Kinder risikokompetent machen. Das bedeutet nicht, den Zeigefinger zu heben und sagen, das dürft ihr nicht. Sondern wir müssen die nächste Generation stark machen, sodass sie selbst Widerstand leisten können. Und das kann man machen, indem man ihnen zum Beispiel zeigt, wie die Werbung sie verführen wird, wenn sie ins Teenageralter gehen. Was die Mechanismen sind, warum wollen sie diese Art von Schuhen und Kleidung? Naja, weil sie genauso sein möchten wie die anderen und nicht draußen stehen möchten. Wenn wir versuchen, Kinder stark zu machen, werden wir nicht jeden erreichen, denn die Werbung ist stärker, hat mehr Geld als wir. Und, aber wenn wir auch nur 10-20% erreichen, dann haben wir etwas erreicht, was wir nicht schaffen heute. Und aus diesem Grund müssen wir die Schule revolutionieren. Und das kann man nur, wenn man erstmal die Lehrer revolutioniert. Und am Ende ist Risikokompetenz das, was wir im 21. Jahrhundert brauchen für eine Demokratie. Früher war es die Fähigkeit, lesen und schreiben zu lernen. Menschen, die das nicht können, kann man manipulieren. Man manipuliert uns heute, weil wir nicht risikokompetent sind. Und lassen Sie mich enden mit Kant. Er hat in seinem wunderbaren Aufsatz über die Aufklärung geschrieben, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Dieser Zustand besteht zum Teil immer noch in uns allen. Er hat mit 2 Worten geendet, sapere aude, das heißt, habe den Mut zu wissen. Mut reicht nicht, Wissen reicht nicht. Sie brauchen beides. Vielen Dank.